Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U, weiter im Limonadendschungel. Es geht zur Neige, so heißt der Level, der sechste Limonadendschungel. Und wir haben einiges gesehen im letzten Part. Zum einen auch die wunderschöne Geisterwelt mit den gemalten Geisterambiente. Und das ganze Geistergedöns, der Geisterbereich, sehr geil gemacht. Aber jetzt sind wir wieder im munteren, wunderschönen, grünen Wald. Das da unten sieht aus wie eine Röhre. Aber laut Panzer geht's hier nicht rein. Oh, okay. Man muss springen, okay. Aber man sieht die Röhre unten. Würde man die allerdings nicht sehen, dann wäre es ein sehr fieses Versteck. Das muss man mal so sagen. Das ist auch gar nicht so einfach zu erreichen, wie ich gerade merke, denn mit einem falschen Sprung badet man in Säure und ja, wer das macht, der macht so schnell nicht nochmal, glaube ich. Oder kann irgendjemand von euch sagen, er badet in Säure. So, super geskillt und dann hier mega gefailt an der einfachsten Stelle. Hier scheint einfach, es scheint einfach nur ein Wald zu sein, ohne was Besonderes. Hier sind ein paar Wickler dabei. Oh, okay. So will ich das sehen. Da oben versteckt sich auch etwas. Ah, komische Plattformen. Die sind voll tricky. Da ist nur ein Leben drin, das merke ich mir jetzt mal. Weil es war voll der Diss gegen meine Persönlichkeit. Man will immer wissen, was drin ist, aber es war nichts Atemberaubendes. Obwohl, den Atem hat es mir dann geraubt im Säurebad, um ehrlich zu sein, gewissermaßen. Das ist auch das erste Mal, dass Wickler in diesem Spiel dabei ist. Hallo, Wickler. Schöne Blätter auch im Hintergrund, die passen. Ja, so ein gechilltes Level auch mal wieder, das muss auch mal wieder sein. Ich find's gut. Der Wald hat Style. Der geht aber schon relativ lange im Vergleich, ne? Hab ich nichts dagegen. War ja innovativ. Immer Abwechslung und. Das volle Programm. Da kann man sich nicht beschweren. Coole Level. Ich kann ja immer nur wieder erwähnen, wie geil dieses Spiel eigentlich gemacht worden ist. Aber mein Fazit will ich natürlich erst dann, ja, ich sag mal frühestens, wenn ich Peach gerettet habe, ziehen und wir dann uns Credits anschauen müssen, obwohl es bestimmt auch mehr Level gibt. Das habe ich schon richtig gut angestellt hier beim ersten Durchlauf. Oh, bis auf die Tatsache, dass ich jetzt ein Lappen bin. Ach, Spüllappen, Waschlappen, man weiß es nicht. Könnt ihr mal aufhören damit? Nee. Machen keine Anstalten. Ich würde schon gerne wissen, was da so drin ist und so. Ihr Säcke vom Dienst. Bäm, bäm. Hört doch mal auf damit. Ah, super, eine Eichel. Da kann man sich immer richtig schön umschauen, deswegen befürworte ich die Eichel ja immer. Jetzt erst ein Checkpoint. Ich habe gedacht, wir kommen so langsam ans Ende. Nee, Checkpoint. Gut. Extra Leben, auch nicht schlecht. Keine schlechte Wahl. Da unten? Nein. Yay! Röhren. Das kommt mir nämlich langsam ein bisschen spanisch vor hier. Aber scheint auch nichts zu sein. Oh! Sag sowas niemals. Vor allen Dingen hätte ich fast vergessen, die abzuchecken. Hä? Wollen die einen veräppeln? Ihr seid recht böse, aber da kann man rein. Das soll man wohl verzweifeln, ne? Nein, es muss einen anderen Weg geben. Pustekuchen. Was ist denn jetzt hier los? Aber das Holz, das kann der Säure natürlich widerstehen. Es ist doch klar wie Kloßbrühe. Habe ich mich beschwert, der Level wäre zu einfach oder so? Ne? Habe ich das? So gewissermaßen. Zumindest gedacht habe ich's. Er wirkt doch nicht wirklich bedrohlich. Vielleicht liegt es an der Musik. Okay. Wir haben hier einen Lappen am Vio Gamepad. Hallo, Lappen. Was bist du für einer? Ich habe früher als Kind Topflappen gehäkelt. In der 4. Klasse hatten wir Häkeln als Fach und da habe ich gehäkelt. Da sollten wir Topflappen häkeln. Ja, neues Wort hier. Postlappen. Kennt ihr den Postlappen? Wir sollten Topflappen häkeln und ich habe einen gehäkelt. Einen gelben. Voll relevant gerade. Aber was mir so sehr gefallen hat, habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe noch weiter gehäkelt, habe noch einen braunen und einen grünen gemacht. So, diesmal hilft mir das sinnlos Gequatsche auch nicht sonderlich weiter, habe ich das Gefühl. Oh. Der Level ist wirklich gar nicht so schwierig. Ich bin halt nur hier der Postlappen.
Nein, was mache ich denn? Ich renne einfach rein. Dabei ist überhaupt keine Plattform da. Guck mal, was Stylisches. Und was bekomme ich? Ein Pilz. Maxi-Pilz, Super-Pilz, Mega-Pilz. Pilzvergiftung, Fußpilz. So. Ich mag ja so richtige Champignons da. Die haben was. So richtig frische Champignons ab in die Pfanne und das wird dann richtig toll. Oder so richtig frittiert. Mit Knoblauchsoße. Das hat Stil. Okay. Okay. Ein Hoch auf das Flughörnchen. Aber dann bin ich ein kleiner Noob. Bevor jetzt gleich wieder die Box anfängt, von wegen. Ja, ja. Markus, zeig den Leuten da draußen, wie man dieses Spiel spielt. Genau. So zum Beispiel nicht. Okay. Du bist jetzt gut. Du wirst es gut machen. Wenn ich jetzt bei dieser Box mal was Besseres bekomme als nur ein Pilz. Ja? Und wenn es ein frittierter Champignon ist, ja. Wenn ich was Besseres bekomme, dann freue ich mich. Obwohl, es kann mir nicht wirklich helfen. Hör! Ein Stern. Hilft mir noch weniger, weil ich kann hier nicht einfach durchrennen. Wenn mir der Stern helfen würde in der Säure, dann würde es wohl was bringen. Aber das ist wohl eher nicht der Fall. Hey, guck mal, noch ein Stern. Das ist wieder so eine Kombination, so ein... Bam, bam, bam. Oder müssen wir noch mehr aktivieren, ey? Nein! Ich bin doch so blöd. Ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd. Hau rück. Dreiersprung so. Nee, das wird nix. Ja, Blödheit am Limit. Da komme ich nicht hoch. Ich könnte versuchen, an dem Block, den ich erschaffen habe, dann quasi Wandsprung zu machen. Aber da kommt noch einer. Das gibt's doch gar nicht. Wie weit geht denn das da? Nee, es geht so nicht. Ich hab's vermasselt. Wo komme ich raus? Weiter vorne? Da kann ich doch wieder rein, oder etwa nicht? Aber da geht jetzt der Block nicht mehr. Was habe ich mir schon gedacht in der Art? Na. Ja, wie hält man sich an einem simplen Level auf? Und zwar die ganze Nacht. Den ganzen Tag und den ganzen Abend und überhaupt. Das ist die Antwort. So, jetzt setzen wir uns mal ein Ziel. Und zwar diesmal schaffen wir es, aber nicht nur einfach so. Wenn ich es nicht schaffen sollte, jetzt, wenn ich hier irgendwo einen Fail erleide, dann schlage ich mir ins Gesicht. Ist es ein Deal? Habt ihr was davon? Eigentlich nicht. Dann ja. Nee, du musst dich jetzt konzentrieren, sonst verlierst du 5000 Euro. Sagen wir es mal so. Bam, bam, bam. Und schon klappt alles. Es ist nur ein kleines bisschen Konzentration und die habe ich jetzt gezeigt. Ich bin hier eben so ein bisschen hektisch reingegangen, halt wegen dem Stern und so. So. Wie einfach! Wie kann man hier nur Probleme haben? Es ist ja ein Kinderspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl Mario ist für alle Generationen, für jung und alt, ein Event. Bam, bam, bam. Das ist gar nicht so einfach hier. Das ist schon ein bisschen tricky, ne? Aber guck, bisschen warten, Mann. Nicht so hektisch. Du spielst nicht Sonic. Bam, bam. Hallo, Wiggler. Und tschüss, Mann. So, den einfachsten Level der Welt nach gefühlten 3 Stunden geschafft. Und ich habe euch gesagt, diesmal schaffen wir es. Weil ich mich in meinem Brain habe ich mich umgestellt, den Hebel umgelegt in Richtung Konzentration. Du Lappen. So. Unten geht's weiter. Ach, du heiliges Hackfleisch. Wickler-Wahnsinn. Wow. Das klingt doch cool. Ah, Riesenwickler, der durch die Säure macht. Obwohl, der war auf dem DS ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Bam, bam, bam. Auf der Wii gab's den auch. Guck mal hier. Bam, bam, bam.
Bim, 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 bim. Und kann man voll hoch springen. Oh, okay. Er braucht den Riesenwickler noch nicht mal. So, zack. Zack, bum, peng. Aber da an der Wand links hätte auch was drin sein können. Seht ihr, man hat hier noch nicht mal was. Was zum... Okay. Okay, hier auch noch? Welche ist die richtige? Okay, jede. Dann ist alles dufte, ist alles in Ordnung. Da sieht man mal wieder, wie einfach die Level hier eigentlich sind. Okay, P-Switch. Achso, damit es weitergeht. Ist klar. Müssen wir jetzt auf seinem Rücken bleiben? Das ist jetzt unsere Pflicht. Hat doch Stil, wie ich finde. Ja. Mega knapp. Oh, verdammt. Leider getroffen. Na also. Ja, da oben soll es irgendwie weitergehen, so. Nee? Habe ich Halluzinationen? Und wenn, dann ist auch nicht schlimm. Warum der sich da unten nicht aufregt, ne? Er ist zu groß, er spürt das nicht wirklich. Guck mal, da ist was drin, so. Da ist was drin, Mann! Du Idiot! Stimmt, die Starcoin. In der Wand. Deswegen... Oh! Ne, die ist hier. LOL! Na gut, dann hat es nur ausgesehen wie ein Secret. Wer braucht schon einen Wickler? Guckt euch mal an, wie einfach die Level hier eigentlich sind. Ja, wirklich, ich habe das Gefühl, der Schwierigkeitsgrad ist wieder runtergegangen. Ernsthaft? Der war doch mal zwischenzeitlich viel höher. Die Wüstenwelt war schon schwieriger als das hier. Na gut. Wer warst du nochmal? Iggy? Ja, Iggys heiße Sohlenfestung. Iggy war, glaube ich, der Erste in Super Mario World, ne? Der da in der Lava so getanzt hat und du musstest den... Okay, die Wanderlava. Es freut mich doch, die wiederzusehen. Kennt man aus der Wii-Version, aber eigentlich eher aus der Feuerwelt. Ich bleib mal beim Flughörnchen. Okay. Angeblich gibt's ja keine Lava-Welt mehr. Weil wir gehen ja gar nicht in Bowsers Reich. Was wollen wir denn da? Wir wollen zurück zu Peach. Ja, aber viel los ist hier nicht sonderlich, ne? Hier vielleicht mal die Augen aufmalen. Da unten, wenn so die Lava weg ist, dann sieht man da so eine Starcoin. Oder die. Ja, das ist ja auch nicht so schwierig. Obwohl, wenn da so ein so dickflüssige Lava antanzt. Ich glaube, das war schon Instant Death, wenn man... Ja. Ich wollte es überprüfen. Ob man sofort stirbt. Das habe ich jetzt erfolgreich überprüft. Ja? Test bestanden. Instant Kill bei der Lava. Wissen wir Bescheid. Okay, vielleicht ist ja eher eine weitläufige Festung, ein weitläufiges Schloss. Bam, 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 bam. Alter Verwalter! Tja! Hier so ein Panzer hätte schon Stil. Wo hängt's? Was ist das Problem? Habe ich eben eigentlich zwei Power-Ups bekommen, sodass ich die Eisblume hatte? Weil sonst, ich könnte auch da meinen Pilz aus dem Inventar nehmen. Das ist alles in Ordnung. Aber daran hängt es ja nicht, Freunde. Das ist ja hier nicht das Problem, in der Tat, anscheinend. Zup! Hast du so gedacht, hä? Ich finde es aber gut. Das sind mehr so aufgetaucht in so Lavahöhlen, waren die. Gar nicht mal im Schloss. Es gab bislang kein Schloss damit, oder? Oder doch, da war glaube ich doch, ich glaube Bowsers letztes Schloss oder so. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall ist hier bei Iggy Lava am Start. Er freut sich doch über ein bisschen. Ja, in den kalten Tagen. Alter, Mann. Die Heizkosten, ja, heutzutage Heizkosten, ihr wisst es, ja, das Leben ist teuer. Da ist er froh, wenn man so ein bisschen einsparen kann, auf natürliche Art und Weise, ja. Ein Energiesparmodell. Ja, rüsten Sie Ihr Haus einfach aus mit Lavawellen.
Und schon wird ihnen so schnell nicht mehr kalt. Der Nachteil, alles voll Lava. Ich meine, so in eine Richtung ist der Iggy jetzt auch nicht mehr der Größte. Ja, was hat man hier schon? Was hat er hier eingerichtet, außer Felsen und Knochen trocken? Und die Lava halt für die Temperatur, für die kalten Tage, ist ganz klar. Aber sonst... Dankeschön. Checkpoint. Das ist doch schon mal Gold wert. So. Wenn jetzt noch ein bisschen was anderes kommt, dann freue ich mir doch Ast ab. Es wird doch ein bisschen zu eintönig. Ich werde bald seekrank hier. Bip. War das für ein extra Leben, dass ich eine Röhre? Wäre doch gelacht. Ich bin froh, wenn mal was auf dem Bildschirm ist. Warum sollte ich es nicht erkunden? Ich muss in die mittlere Röhre. Das bringt mir so nichts. Hä? Also. Da muss ich rein. Wo ist die Schwierigkeit hier? Dass man auf den Knochen trocken springen muss. Soll das schwer sein? So will ich das sehen. Mich interessiert ja immer, ob man, wenn man mit dem Flugengine hochfliegt, ob man da die Starcoin auch schon bekommen kann, weil... Ist klar, die ist ja da oben. Die muss ja da sein, eigentlich. So. Im Dreiersprung kommen wir hier ganz bequem rüber. Da ist noch eine Röhre. Kann ich dich so da lassen? Na, ich gucke erstmal hier. Aha. Uah. Bist du eigentlich des Wahnsinns. Aber durch die gelbe Röhre, da sieht man schon, dass man irgendwo suchen muss. Oh, hallo. Danke, Jungs. Ihr seid die coolsten. Ja, Warmbadetag bei den Jungs mal wieder. Ist doch ganz klar. Muss man schon mal nutzen. Und die Blume ist weg. Hat man meine Blume gestohlen. Ruf bei Fleurop an. So, Iggy. Der mit der Brille. Mal sehen, was der für eine Taktik verfolgt. Das vom Super Mario World, das kann ja nicht mehr funktionieren. Da muss irgendetwas anderes planen. Der Lappen. Der ist so ein bisschen schlaksig. Okay. Kann ich dir folgen so? Nein. Und du auch noch. Bist du jetzt zum Leben erwacht wegen seinem Zauber, oder was? So, jetzt kommst du mal her, mein Freund. Bloß Ähnliches gab es ja auch in Sonic. Sonic & Knuckles und auch bei Sonic Advance irgendwie. Aber... Da konnte man selbst auch. Nein, komm! Ach, dämlich. Ich glaube, der macht mich platt. Das ist ziemlich das erste Koopa-Kit, was mich dann platt macht. Weil hier doch ziemlich viel los ist. Bam! Na gut. Ich wollte, dass sie ein bisschen schwieriger werden, die Kämpfe. Jetzt werden sie schwieriger. Er versucht, mich auszutricksen hier mit seinen Röhren. Aber wenn man es erst einmal gecheckt hat, sollte das wohl gehen. Ach du... Was ist das für... Okay, er hat mich ausgetrickst. Er hat mich ausgetrickst. Er hat mich ausgetrickst, der... Iggy. Oder soll ich lieber gleich Igitt sagen? Ja, dann wärst du ja ein Professor. Budum, psch. Ach ja. Iggy. Da kann ich ja nur mit dem Kopf schütteln. Und verpinkel dich doch mal, du stehst voll im Weg. Eisblume. Gute Wahl. Gute Wahl. Oh, das war knapp in der Tat. Aber knochentrocken, die richten sich da wieder auf. Da gibt's keine zwei Meinungen. Her mit dem Schinken. Und dann die dritte. Es ist eigentlich nicht so... Das Level ist eigentlich nicht so schwer. Stellt euch mal vor, wie einfach das Level wäre ohne die Lavamassen. Da wäre hier gar nichts los. Das wäre ja unwürdig. Aber die Lavamassen sind da und deswegen ist es... Es ist okay. Aber auch hier gilt wieder, ich wäre dafür, dass diese komischen, fetten Lavamassen in keinem anderen Level mehr auftauchen. Wenn Nintendo... Toll gemacht. Es schafft, so Abwechslung reinzubringen. Wir haben schon einige Elemente in Vorgängern gesehen, aber wenn nichts doppelt vorkommt,
dann ziehe ich meinen Hut. Man wird sehen. Wir werden uns alle Level gemeinsam anschauen. Ich glaube, Feuerblume ist hier besser. Weil wegen Verletzen und so. Wobei es nicht viel bringt. Ich werde nicht in diese Taktik übergehen von wegen Feuerbälle. Ich will ihm schon auf seine verrückte Birne springen. Auf seine 2-Watt-Birne. Whee. Es sieht auch so ziemlich aus, als wäre einer der ältesten der Koopa Kids, ne? Er ist zumindest ziemlich groß. Oder einfach nur schlaksig. Kann ich dich direkt? Ich versuche mal direkt. Nein. Geht sofort da rein. Ja! Feuermonster. Style. Oh, der macht nicht viel. Er ist nicht einfach. Der ist nicht einfach, Freunde. Der ist sogar ziemlich tricky. Ach, der macht immer dasselbe Schema, merke ich gerade. So. Das war mal gut. Das war mal gut. Oh. Der ist unberechenbar. Der versucht nicht, uns zu folgen. Der versucht, uns auszutricksen. Und das mit bezeichnendem Erfolg. Ah, nein. Wir müssen als Mini-Mario jetzt wieder... Wir sind nicht Mini-Mario. Wir sind normaler Mario. Warum? Warum? Gut. Ich muss zugeben, das war der bis jetzt schwerste Bosskampf in diesem Spiel. Weil er halt ziemlich unberechenbar mit seinem Panzer kleidet und auch in der Tat gar nicht so einfach. Immer noch recht einfach, aber für die Verhältnisse der Bosskämpfe in diesem Spiel bislang das schwerste. Sag mal, haben wir jetzt die Welt durch hier, den Wald? Mal sehen, ob ich so eine Mitteilung bekomme. Nein? Doch! Bitte. Du hast alle Sternmünzen im Limonadendschungel. Okay, Freunde, dann speichere ich eine Runde und wie das weitergeht, das sehen wir im nächsten Part auf keinen Fall verpassen. Also, Freunde, bis dann und ciao!